Hallo, willkommen zurück. Frohe Ostern vorab erstmal. In diesem Video will ich euch zeigen, einen Weg, wie ich bewerte, in welche Sets es sich lohnt zu investieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit der man auf jeden Fall relativ risikoarm mit dem Investieren in Sets beginnen kann, egal ob man die Sets dann als ganze Sets später wieder verkaufen will, beziehungsweise ob man sie zum Beispiel ausparten will. Das ist mit der Methode, die ich jetzt zeige, eigentlich egal. Beides kann danach Sinn machen und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von Erfolg gekrönt. Ich zeige das jetzt anhand von zwei Sets, die ich kürzlich gekauft habe. Das eine ist hier das 76166 für 55,64 und das andere ist dann hier ein kleines Set des 76158 für 7,27 €. Beginnen wir mal mit dem kleinen Set 76158. Dazu gehe ich hier auf Bricklink, dann hier auf Market, Price Guide und bei Parrot Value muss ich dann die Setnummer eingeben, 76158. Der Part-Out Value ist sozusagen der Durchschnittspreis aller Teile, die in dem Set enthalten sind, wie sie aktuell angeboten werden von allen Händlern auf Bricklink oder wie sie in den letzten 6 Monaten verkauft wurden. Und jetzt kann ich hier noch angeben, Parts und die Minifiguren als ganze Minifiguren. Und dann kann man hier beispielsweise noch die extra Parts, die in der Regel in jedem Set enthalten sind, kann man mit dazu nehmen, weil man die dann auch, wenn man sie einzeln verkaufen würde, verkauft. Die Box-Break-Ins-Sets und Sets, das wäre, wenn kleine Teilsets mit drin sind, so wie ein für sich stehendes Gefährt. Dann kann man das auch als Ganzes verkaufen. Wir lassen das immer so, Get Value. Und dann sehe ich eben, dass die Summe aller Teile in diesem Set aktuell im Durchschnitt mit 16,79 € angeboten werden. Der Wert ist relativ schwierig zu bewerten, weil man weiß ja überhaupt gar nicht, wie gut verkaufen sich da die einzelnen Teile oder habe ich die dann ewig auf Lager liegen. Und das ist sehr aufwendig, das zu analysieren. Man sieht hier dann eben den Durchschnittspreis der Einzelteile im Durchschnitt der letzten 6 Monate. Der ist in der Regel immer geringer, weil die Sachen dann rabattiert werden. Und das hier ein Part-Out Value von kleiner als 2, was sogar ziemlich schlecht ist, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt nur auf ein Part-Out Value schaut, um zu investieren, so ein guter Daumenwert ist einfach ein Part-Out Value von 3, den ich hier im Vergleich zum Average of Last 6 Months mir normalerweise anschaue, wenn ich eine Kaufentscheidung nur auf Basis des Part-Out Values treffe. Aber was bei dem Set jetzt eben anders ist oder worauf ich eben schaue, wenn ich einfach nur auf den Investment Case schaue, dann gehe ich hier auf das Set, dann kann ich mir hier den Catalog Entry anschauen. Und dann schaue ich mir einfach nur mal die Minifiguren an. Und dann gehe ich hier auf die Minifiguren. Und jetzt gehe ich hier auf das Detail der Minifigur und sehe dann hier den Price Guide zu dieser Minifigur. Und kann dann sehen, dass ich hier schon eine relevante Anzahl an Verkäufen hatte in den letzten 6 Monaten. Und allein für diese Batman-Figur der durchschnittliche Verkaufspreis bei 4,38 € liegt. Und wenn ich jetzt die andere Figur mir anschaue, dann sehe ich, dass bei der hier der durchschnittliche Verkaufspreis bei 3,28 € liegt. Und so sind wir mit den beiden Figuren schon bei ungefähr 7,50 €. Und das heißt nur mit den Minifiguren kann ich eigentlich auf mindestens schon mal den Setkaufpreis wieder reinholen. Und die ganzen Einzelteile, die sind eigentlich
Bonus. Insofern kann man sich so ein Set einfach mal ins Lager legen und ich kann dann immer noch entscheiden in einem Jahr, ob ich das dann ausparte oder ob der Setpreis dann schon gestiegen ist und ich das Set als Ganzes verkaufe, ohne mir die Arbeit des Auspartens zu machen. Und das gleiche Vorgehen kann ich jetzt mal für die 76166. Gehen wir wieder auf den Price Guide. Die 76166. Und hier sieht man, dass mal gemessen an den Einzelteilen hat das Set einen relativ hohen Pardot-Value, was Current for Sale ist, hier sogar über 3. Also ich habe das Set für 55 Euro gekauft und im Average Last 6 Months knapp unter 3. Also das ist auch so im Steinewert schon ein tolles Set. Und bei dem Set ist eben klasse, man hat einen Haufen Minifiguren mit dabei, 7 Stück. Und auch hier ist jetzt eben allein schon wieder dieses Kriterium, wenn ich die Minifiguren anschaue. Da habe ich hier 7 Stück. Und da weiß ich jetzt schon, die zwei Figuren hier, die Iron Mans, die beiden, die sind hier für 11 Euro hier die eine. Und man sieht auch, es wurden insgesamt 760 Stück verkauft in den letzten 6 Monaten und aktuell werden 696 angeboten. Also 11 Euro für die. Und die drunter hier ist auch eine teure. Hier auch 11 Euro, 11,50 €. Also habe ich mit den zwei Figuren schon 21, 22 Euro. Und die anderen Figuren haben im Schnitt, ich brauche jetzt nicht jede durchklicken, die 3,50. Die hier 5,70 und die hier 5,40 und die sind günstiger, die zwei hier oben, die haben immer so 2 Euro. Aber lass mal im Schnitt mal 4 Euro die restlichen 5 Figuren, sind wir bei 20 Euro plus die zwei für 10 Euro, sind wir bei 40 Euro allein über die Figuren. Das heißt, die 650 Einzelteile, die kosten mich dann quasi noch irgendwo um die 15 Euro. Und das ist aus meiner Sicht einfach dann schon mal wieder ein super Preis, weil ich muss nur einen Bruchteil von den Teilen verkaufen, dann habe ich die 15 Euro auch wieder locker drin und der Rest ist dann wieder Profit. Also, das ist eine der Methoden, gerade für den Einstieg, dass man sich ein bisschen die Sets anschaut, die Minifiguren drin haben. Dann muss man sich nicht ganz so sehr damit auskennen, was für Steine die Mobbauer so nachfragen, beziehungsweise grundsätzlich, was für Einzelsteine einfach oft gesucht werden. Das ist nämlich ein bisschen komplizierter, der Minifigurenmarkt. Den kann man aus meiner Sicht, was so den Preis und die Wertigkeit angeht, so ein bisschen leichter nachprüfen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin heute einen schönen Ostersonntag. Bleibt fröhlich und gesund. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und macht es gut.